Ein ausgedehntes Feuer hat am frühen Morgen ein Wohnhaus in Stadum im Kreis Nordfriesland zerstört. Das Feuer war vermutlich in einem Werkstattanbau ausgebrochen und hatte sich dann auf den gesamten Dachstuhl des Wohnhauses ausgebreitet, so Dirk Sönksen, Einsatzleiter der Feuerwehr. Also als wir an der Einsatzstelle ankamen, waren schon offene Flammen aus dem Dachbereich zu sehen. Von daher sind wir vorgegangen mit dem Außenangriff und mit dem zweiten Angriffstrupp von innen zum Innenangriff, um dort noch weitere Löscharbeiten vorzunehmen. Also hier hat sich immer wieder gezeigt, dass Rauchmelder eine sinnvolle Sache sind. Die Bewohner sind durch Rauchmelder wach gemacht worden und konnten daher unverletzt das Haus verlassen. Das heißt also, wir haben keine Menschenleben hier in Gefahr gehabt. Und das ist ein ganz klares Ergebnis der Rauchmelder. Mehr als 40 Einsatzkräfte waren rund 2 Stunden lang damit beschäftigt, den Brand zu löschen. Ein komplettes Ausbrennen des Dachstuhles konnten sie jedoch nicht verhindern. Die Höhe des Sachschadens und die Brandursache sind noch nicht bekannt. Noch am Brandort nahm die Polizei erste Ermittlungen auf.